Noch ein Zehner. Und? Alter, was geht ab, Leute? Hier? Einfach so mal bei einem Stinktier-Treff. Aber wir sind nicht wegen den Stinktieren hier. Ich habe hier meine Feldforschung der Woche. Der Durchbruch. Okay. Es ist ein Ninja Tom, mein erster. Ihr wisst ja, letzte Woche habe ich mich für Suicune entschieden. Abgesehen davon schauen wir mal, was wir heute so machen. Ein bisschen Staub farmen, den neuen 1er Raider machen. Marmelin. Okay. Kurzer V-Check für euch, aber der ist grottenschlecht. Ich gönne mir jetzt noch die Stinktiere hier und dann geht's weiter. Wir haben hier einen Magpie, ist mir gerade geschlüpft und ich bin aus Versehen drauf gekommen, als ich Screen Record anmachen wollte, bin ich auf Öffnen gekommen. Aber wir haben noch ein paar am Start. So, ihr wisst ja, seit gestern eigentlich sind neue Babys. Oh, sind die Babys in den 7ern? Wie Magpie, Togepi, Isso, Pichu. Schauen wir mal, ob ich einfach alle brüten kann. Ja. 725? Ne. Einen haben wir noch. Oh, Pichu. 3 von 4. 3 von 4 gebrütet. Okay, das war's. Okay. Hier haben wir meinen ersten Marmelin Raid. Den wird Lugia ausgewählt. Day Shiny Bisaflor. So machen wir das. Los geht's. Weasel heißt er auf Englisch. Weasel. Der Weasel ist am Start. Und schon ist er wieder weg. Ich hab Damage 3 gemacht, Kurs. Das ist er, mein erster Marmelin. Eier haben wir am Start. Auf dem Weg zu einer Ninkada-Quest oder mehreren. Bin wieder auf Tour. Es sind wieder ein paar heute unterwegs. Ein paar Ninkada-Quests. Gönne ich mir. Und heute nicht so leiden wie gestern, wo ich die Käfer nicht gefunden hatte. Pinsir, nicht Pinsir. Kagosso und Ponita. Oh. Kagosso und Ponita Mini-Event ist vorbei. Dementsprechend jetzt wieder normale Spawns. IV-Check. Really strong, weg mit dir. Ja, auf zu deiner Kaderquest. Oh, ein Ei habe ich noch. Und? So,
noch mehr Eier am Start. Direkt mal öffnen. Okay. Aber, ja, abitechnisch, tote Hose. Zweiter Versuch oder nächster Versuch. Ich habe so viele Eier am Start. Come on. Recheck. So, ein paar Zehner wieder am Start. Vorhin scheint uns gebrütet. Mal schauen, ob wir wieder Glück haben. Oder eher Pech. Nicht übel, nicht übel. 600. Naja, oh mein Gott, ist das schlecht. So, nächste. Okay. Doppelkindwurm kann man sich geben. Aber wie technisch. 10 Ei haben wir noch. Sternstück leider nicht drin. 1917, komm. 1917. Richtig schlecht. Naja. So, einen kurzen Gigatina-Rate nehme ich auch noch schnell mit. Los geht's. Also Murat, wollte ihn eigentlich zu dritt machen, aber von irgendwo kommen noch andere Leute. Man weiß nicht genau von wo. Aber kein Problem. Also ich soll euch von Murat ausrichten. Gestern beim Deoxys Dual Raid, da hatte er das falsche Team. Das war für Gigatina eigentlich. Hat er verwechselt. Ich war schon länger nicht mehr hier raiden. Hier habe ich mein Vulnona Solo Raid gemacht. Und hier habe ich mein erstes Lavados gefangen. Mit dem Kollegen Liat also. Alle Orte haben echt eine besondere Erinnerung. So, das letzte Ei für heute, Leute. Ein 10er Ei. Schauen wir mal, ob wir noch was Gutes hier ziehen können. Okay, Kindwurm ist okay. Jetzt muss nur noch die IV stimmen. Leider nicht. Aber 25 Bonbons und 7662 Staub. Nicht schlecht. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Ja, bisschen Staub heute gemacht. Den neuen Raid gemacht. Ninja Tom abgeholt. Und Staub gemacht. Wie gesagt, ein paar Eier gebrütet. Ja, schreibt unten in die Kommentare, ob ihr den neuen schon habt, Bamelin, ob ihr Ninja Tom schon geholt habt und natürlich, wie das Staub-Event so läuft. Wie viel Staub habt ihr schon gemacht? All das unten in die Kommentare. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.